So. Hi Leute, Tobi ist mal wieder im Wald. Wir haben hier unseren Sunderpilz, auch hier an der Seite und nach oben hin sind noch massig. Haben hier eine Buche, eine abgestorbene, und da wächst der relativ gerne bei mir hier im Süden. Im Norden findet man den natürlich dann auch an Birken. Aber hier im Süden wächst er eigentlich selten an Birken, da wächst dann der Birkenporling. Aber wir wollen den Zunderpilz. Heute wollen wir den mal frisch hernehmen und direkt mit Feuerstahl versuchen, dass wir da ein Feuer herbekommen. Oder zumindest eine Glut, mit der wir uns dann Feuer entzünden können. Messer. Das hier ist ein ganz frischer. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ist ziemlich weich und hier hört man schon, ist ein älterer. Sonst mache ich es eigentlich immer mit der Dramaschicht und mit dem Schlageisen. Wir wollen es aber heute mit dem Feuerstahl machen und da wollen wir nicht die Dramaschicht hernehmen, sondern die Röhrenschicht. Weil damit können wir auch dann wunderbar uns unsere Glut transportieren. Und jetzt machen wir uns den hier einfach mal ab und schauen uns das ganze Ding mal an. Zack. Ja, ist gut feucht. Ist ab. Und jetzt machen wir mal hier kurz einen Cut. Also er sollte auch nicht ziemlich durchsetzt sein mit irgendwelchen Schädlingen. Er soll auch nicht abgemoscht sein, faul sein, sondern er soll sich holzig, also er soll sich gut anhören. Ne? Jetzt schau mal, bis gleich. Den nehmen wir mit. Ja, jetzt regnet es ganz schön. Als extremer Regen. Aber so ist es ja schön draußen. So wollen wir es ja haben. Gescheit angezogen, fast. Langsam wird aber alles pitschi-patschi nass. Also halt außen, innen sind wir trocken. Schauen wir, ob wir es mit dem Zunderpilz heute noch hinbekommen. Ja, das Wasser läuft hier gut den Berg hinunter. Also es regnet schon ganz schön. So, jetzt sind wir im Garten. Es hat doch ein bisschen mehr geregnet. Also mir persönlich ist es egal. Aber der Ausrüstung nicht, also dem Kamerasystem und so weiter. Jetzt haben wir hier unseren Zunderschwamm. So sieht er im Ganzen aus. Und ich habe den jetzt in der Mitte einmal auseinander gemacht. Und wir wollen jetzt hier unten diese Röhrenschicht. Ne? Sonst wollen wir diese Dramaschicht immer fürs Schlageisen. Aber der Feuerstahl macht ja einen heißeren Funken als wie das Schlageisen. Und jetzt versuchen wir das mal einfach mit der Röhrenschicht. In die Röhrenschicht bohre ich jetzt hier ein bisschen hinein, damit wir hier feineres Material ein bisschen haben. Ich zeige es euch gleich. Mal schauen, ob wir dann auch da unseren Feuerstahl ansetzen können. Legen wir es mal kurz hin. Also ich habe jetzt hier ein bisschen hineingebohrt, damit wir hier jetzt so feineres Material haben. So, jetzt schauen wir mal, wie wir da den Feuerstahl ansetzen. Gehen wir mal so hin. Nein. Glüht bloß da oben. Qualmt ein bisschen. Mal schauen. Also da braucht man ein bisschen Zeit. Muss man sich ein bisschen Zeit lassen. Man hat halt nicht direkt eine Flamme, sondern es fängt langsam an. Es raucht noch. Also ich hoffe, man sieht, dass es raucht. Jetzt geben wir dem mal ein bisschen Zeit. Also es qualmt noch. Ich komme mal ein bisschen ran, damit man sieht. Qualm. Und man sieht auch ein bisschen Glut.
Also ich sehe sie, ich weiß nicht, ob sie auf der Kamera ist. Jetzt müssen wir das hier mal ein bisschen sich durcharbeiten lassen und ich melde mich gleich, weil es kann auch ein paar Minuten nämlich dauern. So, Dalle. Hat jetzt schon ein bisschen gut reingebrannt. Das ist jetzt ungefähr eine Viertelstunde jetzt her. Und also damit schön Glut drinnen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich versuche mal von hier hinten zu pusten. Ja, also so haben wir jetzt richtig schöne Glut hier drinnen und können das uns auch richtig schön damit transportieren. Ne, es braucht sehr lange, bis so ein Pilz durchgebrannt ist und mit dieser Glut können wir uns auch wunderbar Feuer entfachen. Ja, das war's für heute. Wir sehen uns. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis bald. Ciao, euer Tobi. Ja, übrigens, der Rauch ist auch ganz gut gegen Mücken, ne? Bloß, um das auch mal gesagt zu haben.